Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der jüngste Fahrplan von Bund und Ländern in der Corona-Krise stößt in der Wirtschaft auf ein geteiltes Echo. Während die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände Zustimmung signalisierte, reagierten der Handel sowie Hotels und Gaststätten mit Kritik. Die Branchen pochen auf mehr Lockerungen und sehen vermehrt Betriebe in Gefahr. Im Handel löste vor allem die 800-Quadratmeter-Regel zur Öffnung von Geschäften Unverständnis aus. Im Piccolo Mondo in Berlin sind sie enttäuscht. Sie hatten gehofft, das Restaurant wieder öffnen zu können. Tische mit Abstand, desinfizieren, klar. Jetzt aber heißt es Kurzarbeit für die Angestellten. Mindestens 2 Wochen weiter abwarten. Und dann? Wir werden Leute entlassen müssen, wenn es noch länger dauert. Die mehr als 220.000 Gaststätten und Hotels seien die ersten gewesen, die schließen mussten, beklagt der zuständige Verband. Die Umsätze, die jetzt wegfallen, könnten im Gegensatz zu anderen Branchen später nicht nachgeholt werden. Die bisherige Hilfe reiche daher nicht aus. Wir fordern ein Rettungspaket bestehend aus der Einführung der reduzierten Mehrwertsteuer für die Gastronomie ab dem ersten Tag der Wiedereröffnung und einen Rettungsfonds, der Entschädigungsleistungen vorsieht, ähnlich wie die Landwirtschaft das seinerzeit 2018 im Jahr der Dürrekatastrophe erhalten hat. Unverständnis über die Corona-Beschlüsse auch beim Handel. Die Regelungen seien willkürlich und wettbewerbsverzerrend, klagt die Branche. Es gibt eigentlich die 800 Quadratmeter Obergrenze. Wer eine größere Verkaufsfläche hat, darf nicht öffnen. Allerdings gibt es etwa für Autohäuser bundesweit Ausnahmen. Zudem kündigte Nordrhein-Westfalen heute einen Sonderweg für Möbelhäuser an. Wir haben in Nordrhein-Westfalen ungefähr 35.000 Arbeitnehmer, die in der Möbelindustrie arbeiten. Also wenn man Autohäuser öffnet, um die Automobilindustrie auch im Auge zu haben, dann darf, finde ich, ein Nordrhein-Westfaler auch die Möbelindustrie im Auge haben. Die Ankündigung aus Nordrhein-Westfalen kam überraschend nach den Beschlüssen gestern. Jetzt ist die Frage, wie die anderen Bundesländer reagieren und ob sie auch eigene Wege beschreiten werden. Die Länder loten bei der Bekämpfung der Corona-Krise einen Kurs aus, um den Schulbetrieb wieder aufzunehmen. Ziel sei es, bundesweit möglichst einheitlich vorzugehen, sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Hubig. Laut den Bund-Länder-Beschlüssen sollen die Schulen ab 4. Mai schrittweise wieder öffnen. Doch schon jetzt zeichnen sich abweichende Wege ab. So wollen Nordrhein-Westfalen und andere Länder eingeschränkt früher starten und Bayern später. Schule vorübergehend geschlossen. Damit ist nun wohl bald Schluss. Auch an dieser Grundschule in der Nähe von Mainz. Zunächst sollen hier die Viertklässler wieder unterrichtet werden. In kleinen Gruppen zwar, der Schulleiter hält es dennoch für zu früh. Grundschüler könnten Abstandsregeln kaum einhalten. Die Kinder haben sich jetzt mehrere Wochen nicht gesehen. Sie werden dann auf dem Pausenhof natürlich miteinander spielen wollen. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn wir auch wenn wir in Kleinstgruppen nur auf den Pausenhof gehen. Ich sehe uns dann am Ende eher in der Rolle eines Wärters, der versuchen muss, die Kinder wirklich auseinanderzuhalten, als noch des Pädagogen, der den Kindern Unterricht erteilt. Schrittweise werden die Schulen bundesweit frühestens vom 4. Mai an wieder geöffnet. Schon mit Beginn der kommenden Woche können die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen starten. Dass manche Länder, wie Sachsen zum Beispiel, jetzt schon am 20. April ihre Abiturientinnen und Abiturienten in die Schule holen, liegt einfach daran, dass wir unterschiedliche Sommerferienregelungen haben und dass wir natürlich deshalb auch unterschiedliche Prüfungstermine haben und zum Teil auch daran, dass das Infektionsgeschehen in Bayern, wo es hohe Infektionszahlen gibt, ein anderes ist als in Mecklenburg-Vorpommern. Die Kultusministerkonferenz arbeitet noch an einem Konzept, wie Hygieneregeln an Schulen umgesetzt werden können. Der Vorsitzende des Bundeselternrats sieht die Schulen für die Wiedereröffnung nicht ausreichend gerüstet. Es gibt in den Klassenräumen letztendlich oftmals gar keine Waschbecken. Teilweise funktionieren die Toiletten nicht. Es gibt kein warmes Wasser in den Schulen. Und das ist ein Punkt, ich weiß nicht, wie man das abstellen will bis zum 3. Mai. Waschbecken in den Klassenräumen, die gibt es an der Grundschule von Schulleiter Römer. Aber warmes Wasser nur in den Toiletten. Von der Politik erwartet er, dass seine Schule mit Schutzmasken und Desinfektionsmittel ausgestattet wird. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer der Infizierten. Veröffentlicht werden tagtäglich die gemeldeten Corona-Fälle. Sie sind inzwischen auf mehr als 130.000 gestiegen.
Das Robert-Koch-Institut zählt bisher 130.450 Infizierte. Das sind 2.866 mehr als am Vortag. 3.569 Menschen starben. Etwa 77.000 sind mittlerweile genesen. Das Bundeskabinett hat Richtlinien beschlossen, die Ansteckungen mit dem Coronavirus am Arbeitsplatz verhindern sollen. Die Vorschriften gelten sowohl für die Unternehmen, die im Moment arbeiten, als auch für diejenigen, die demnächst den Betrieb wieder aufnehmen. Bundesarbeitsminister Heil stellte die Arbeitsschutzregeln vor, die zusammen mit Arbeitgebern und Gewerkschaften erarbeitet wurden. Branchenspezifische Lösungen sollen noch mit den Berufsgenossenschaften entwickelt werden. Die Zeiten leerer Werkshallen sollen ab Montag vorbei sein. Doch wenn in Betrieben wieder gearbeitet werden darf, dann nur mit mehr Sicherheit. Mit einem 10-Punkte-Plan will die Bundesregierung dafür sorgen, dass die Wirtschaft wieder läuft, ohne dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Ansteckungsgefahr geraten. So soll überall ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden. Durch die Organisation von Arbeitsabläufen sollen Mitarbeiter möglichst wenig direkten Kontakt zueinander haben. Niemand soll krank zur Arbeit kommen und es müssen ausreichend Waschgelegenheiten und Desinfektionsmittel vorhanden sein. Durch die gestern zwischen Bund und Ländern vereinbarten Lockerungen werden jetzt auch viele Menschen an den Arbeitsplatz zurückkehren. Deshalb ist das wichtigste Signal des heutigen Tages, dass Arbeitsschutz Gesundheitsschutz ist. Wer in diesen Zeiten arbeitet, braucht besonderen Schutz. Teilweise werden Firmen umbauen müssen. Und wenn Abstände nicht eingehalten werden können, müssen die Arbeitgeber Schutzmasken zur Verfügung stellen. Der Arbeitgeberverband begrüßt die neuen Regeln. Es ist in unserem Interesse, dass die Mitarbeiter in unseren Betrieben gesund bleiben, weil das erhöht die Leistungsfähigkeit der gesamten Unternehmung. Und dass alles, was machbar ist und praktikabel ist, werden wir auch umsetzen. Achten die Betriebe nicht auf ausreichend Schutz, können die Arbeitnehmer sich wehren. Arbeitnehmer müssen sich beim Arbeitgeber beschweren, wenn die Schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden. Wenn da keine Abhilfe geschaffen wird, dann können sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. Einfach der Arbeit fernbleiben ist nicht die richtige Maßnahme. Das kann Arbeitsverweigerung darstellen und zu Sanktionen führen. Kontrolliert werden soll der neue Arbeitsschutz nur durch Stichproben. Die Bundesregierung appelliert an die Eigenverantwortung der Betriebe. Zur Corona-Lage bringt das Erste auch heute ein ARD-Extra, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Zu den verschiedenen Regelungen in den Bundesländern liefern wir auf tagesschau.de einen Überblick. In Großbritannien bleiben die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie mindestens für weitere 3 Wochen in Kraft. Das gab Außenminister Raab bekannt, der den an Covid-19 erkrankten Premierminister Johnson vertritt. Johnson erholt sich inzwischen auf seinem Landsitz Chequers. Raab erklärte, eine Lockerung der Maßnahmen würde sowohl die öffentliche Gesundheit gefährden als auch die Wirtschaft. Es wäre unverantwortlich, jetzt über einen Zeitplan zu sprechen. Die Zahl der Arbeitslosen in den USA ist erneut sprunghaft gestiegen. Insgesamt haben nach den jüngsten Zahlen binnen 4 Wochen 22 Millionen Amerikaner wegen der Corona-Pandemie ihren Job verloren. Experten rechnen mit einer schweren Rezession, die bis nach den Wahlen im November anhalten könnte. Präsident Trump will heute Leitlinien vorstellen, um den Stillstand der Wirtschaft möglichst schnell aufzulösen. Damit stößt er allerdings auf Widerstand. Schier endlose Autoschlangen werden zum Sinnbild des amerikanischen Elends. Immer mehr verzweifelte US-Bürger suchen die Hilfe der Foodbanks, der Tafeln. Überall im Land speisen Lebensmittelausgaben in diesen Tagen um ein Vielfaches mehr Menschen als vor der Corona-Krise. Denn auch die Kolonnen der Erwerbslosen werden immer länger. In der Woche bis zum 11. April wurden 5,2 Millionen Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Rund 22 Millionen Menschen haben innerhalb eines Monats ihren Job verloren. Erste Hilfskredite für Kleinunternehmen sind aufgebraucht. Ökonomen warnen vor Pleitewelle und Rezession. Die Angst vor dem Absturz in die Armut treibt schon Amerikaner auf die Straße. In Michigan demonstrieren auf ihre Freiheit pochende Konservative gegen den von der demokratischen Gouverneurin verordneten Stillstand. Ich muss meine Rechnungen zahlen, meine Kreditwürdigkeit erhalten. Wenn dies meine Familie betrifft, dann geht es Millionen anderen genauso. Bis zu 1.200 Dollar Soforthilfe sind für viele Bürger unterwegs. Auf den Schecks der Name des Präsidenten, als sei er der Gönner.
Bin hochzufrieden. Die Leute freuen sich bestimmt über einen schönen, fetten Scheck mit meinem Namen drauf. In wenigen Stunden will Trump hier einen Plan zur Lockerung vieler Restriktionen vorlegen. Doch dies kann nur ein Appell sein, denn zuständig sind die Bundesstaaten. Und mehrere Gouverneure halten eine Rückkehr zur Normalität für verfrüht und riskant. In Israel dauern die Bemühungen um eine Regierungsbildung an. Präsident Rivlin hat die Abgeordneten der Knesset beauftragt, ihm binnen 3 Wochen einen Parlamentarier zu empfehlen, der mit der Regierungsbildung beauftragt werden soll. Zuvor war es Oppositionskandidat Gantz nicht gelungen, fristgerecht eine Einheitsregierung mit dem amtierenden Premierminister Netanyahu zu bilden. Israel wird seit Ende 2018 von einer Übergangsregierung verwaltet. Bei der Parlamentswahl in Südkorea hat die linksgerichtete Partei von Staatspräsident Moon einen deutlichen Sieg errungen. Zusammen mit ihrer Schwesterpartei errang sie die absolute Mehrheit. Die Auszählung der Stimmen fand, wie der Wahlgang selbst, wegen der Corona-Pandemie unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Regierungspartei profitierte offenbar von ihrem Krisenmanagement. Ihr war es mit drastischen Maßnahmen gelungen, die Ausbreitung der Infektion unter Kontrolle zu bringen. Begleitet von vereinzelten Protesten auf der Straße hat das polnische Parlament eine Verschärfung des Abtreibungsrechts auf den Weg gebracht. Die umstrittene Reform sieht vor, Schwangerschaftsabbrüche auch dann zu untersagen, wenn eine Missbildung des Kindes droht. Bislang ist diese Indikation der häufigste Grund für Abtreibungen in Polen. Der Gesetzentwurf geht zurück auf eine Volksinitiative, die mehr als 800.000 Stimmen gesammelt hatte und auch von der katholischen Kirche unterstützt wird. Dem größten Korallenriff der Welt, dem Great Barrier Reef, gehe es so schlecht wie noch nie, warnen australische Wissenschaftler. Die Korallenbleiche habe sich zuletzt stärker ausgebreitet, als dies jemals zuvor beobachtet worden sei. Die Forscher mahnen, umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um die menschengemachte globale Erwärmung zu stoppen. Ansonsten sterben die Korallen und damit ein Weltnaturerbe, das über Jahrtausende entstanden ist. Das verheerende Ausmaß der Korallenbleiche am Great Barrier Reef. Zum ersten Mal ist das Riff auf seiner ganzen Länge von 2300 Kilometern betroffen. Bis zu 60% der Korallen dort gelten als massiv geschädigt. Sie leiden seit Jahren unter dem Anstieg der Wassertemperaturen. Im Februar waren sie besonders hoch. Wir sind besonders besorgt, weil wir jetzt in nur 5 Jahren 3 Korallenbleichen erlebt haben. Der Zeitraum dazwischen wird immer kürzer und damit die Möglichkeit für die Korallen, sich von so einer Bleiche zu erholen. Etwa 10 bis 15 Jahre brauchen die Korallen, um wieder in ihren ursprünglichen Farben zu strahlen. Doch Treibhausgase und Klimawandel bedrohen diesen Prozess. Fossile Energien gelten als treibende Faktoren bei der Erderwärmung. Und doch gehört ausgerechnet Australien zu den größten Kohleexporteuren der Welt. Noch wäre das Korallenriff zu retten, sagen Wissenschaftler, aber nur, wenn die Lufttemperaturen maximal um 2 Grad steigen. Im Moment bewegen wir uns in Richtung 3 Grad Temperaturanstieg bis zum Ende des Jahrhunderts. Und dann ist es egal, was wir hier lokal machen, dann können wir das Riff nicht schützen. Wir brauchen dringend mehr Taten im Kampf gegen den Klimawandel. Das Great Barrier Reef, noch Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Doch die Zeit wird knapp, um das größte Korallenriff der Welt noch zu retten. Der Jazz-Saxophonist Lee Konitz ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Er lag in einem New Yorker Krankenhaus einer Corona-Infektion. Konitz gehörte Ende der 40er Jahre zusammen mit Miles Davis zu den Begründern des Cool Jazz. In seiner mehr als 70-jährigen Laufbahn wandelte er immer wieder seinen Stil und nahm mehr als 150 Alben auf. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 17. April. Hoher Luftdruck zwischen Schottland und Italien sorgt auch bei uns für überwiegend freundliches Wetter. In der Nacht ist es meist nur locker bewölkt oder klar, von der Nordsee bis nach Brandenburg sowie im Süden dichtere Wolkenfelder. In der Mitte bildet sich vereinzelt Nebel. Am Tag viel Sonne, hier und da auch Wolken, vom Süden und Südwesten bis in die Mitte am Nachmittag einzelne Schauer oder Gewitter, vor allem über dem Bergland. In der Nacht 12 bis minus 1 Grad, am Tag bei Seewind an den Küsten 11 Grad, am Oberrhein 27 Grad. Am Samstag vom Süden und Westen bis in die Mitte Sonne, Wolken, hier und da Schauer oder Gewitter. Im Nordosten ist es sonnig bei einem großen Südwest-Nordost-Temperaturgefälle.
Am Sonntag ist es im Süden und Südwesten noch durchwachsen. Sonst ist es sonnig, am Montag dann wieder verbreitet sonnig. Karim Joska hat um 22.45 Uhr diese Tagesthemen. Läden auf, Gotteshäuser geschlossen. Die Kritik der Kirchen an den Corona-Beschlüssen und neuer Alltag auf der Intensivstation. Wie Pflegekräfte den Ausnahmezustand erleben.